Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 17. November 2021. Die Reise wird nach Playa de Ingles gehen. Wir fangen hier unten im Campo International an. Wir sind hier genau vis-à-vis vom Eingang des Golfplatzes im Campo International. Auf der Seite Campo Golf. Ich stehe auf der Seite vom Campo International. Hier kommt gerade der Bus an, direkt, und zwar die Nummer 30 nach Las Palmas, Bushaltestelle direkt hier an der Tür. Und warum ich hier anfange, hier ist wieder die blaue Linie für den Marathon. Das bedeutet, am Sonntag wird es hier auch etwas Probleme geben, verkehrstechnischer Art. Wenn jemand gerne den Marathon miterleben möchte, dann zeige ich euch jetzt die richtige Stelle. Ich fahre nämlich genau jetzt an diese Stelle mit dem Fahrrad. Ihr könnt mit dem Auto auf dem Parkplatz vom Faro 2 parken. Hier direkt an der Straße würde ich das nicht empfehlen. Es sei denn, ihr habt ausreichend Zeit und wartet, bis das ganze Spektakel dann vorbei ist. Außerdem darf man hier nicht parken zu dieser Uhrzeit. So, wir fahren jetzt Richtung Playa de Ingles. Und hier seht ihr eine Linie, die ist hier rechts. Und hier vorne ist die andere Linie. Wir haben also hier sozusagen den Treffpunkt. Und hier ist die Einfahrt zum Parkplatz für den Golfplatz. Hier ist das Havana Gym, das Fitnessstudio, da vorne ist das Shopping Center Faro 2. Und ich zeige jetzt euch, wo die andere Linie ist. Ihr müsst nur hier über den Platz laufen. Und hier ist die andere blaue Linie. So seid ihr dann mitten im Geschehen. Und für die, die es nicht wissen, wo wir hier sind, da vorne geht die Straße links rein zum Einkaufszentrum Faro 2. So, hier geht's rein. Und schon seid ihr hier auf der Rückseite vom Faro 2 mit dem bekannten Supermarkt. Und ich habe gesehen, da tut sich was. Ein kleiner Schritt. Da hat noch ein kleiner Laden neben dem Supermarkt und der Apotheke, dem Reformhaus, geöffnet. Ob der einräumt, kann ich jetzt nicht direkt sagen. So, und wir fahren jetzt dann weiter nach Playa de Ingles. Hab mal wieder was bei meiner Kameraeinstellung verstellt. Einmal aufs Display tippen und nochmal drauf und schon hat man irgendwas anderes. Aber es funktioniert jetzt wieder. Ich wollte den Zoom wieder aktivieren und das habe ich auch geschafft. Ich wurde gefragt nach der Kameraeinstellung. Ich habe die ganz normale Standardeinstellung für denjenigen, der sich die gekauft hat, auf VTR oder langsames Folgen nehme ich auf. Und die mittlere Qualitätsstufe 1080. So, und wenn ich sehe, wie die hier hochfahren, die Straße, dann frage ich mich, ob die nicht das mit einem Rennkurs hier verwechseln einige. So, weiter geht's. Wir gehen die
Richtung Rio Palas. So, wir biegen hier ab von der Parallelstraße zur Avenida Tirajana. Da ist immer ein bisschen mehr los, da sieht man ein bisschen mehr. Vor uns das Haus Tinache mit dem Rainbow, mit dem Rüdiger und seinem Restaurant. Hier auf der linken Seite so hier der sogenannte Sita-Kreisel, kein offizieller Name, keine offizielle Bezeichnung, aber jeder weiß, wenn man ihn so nennt, wo er ist. So, hier vor uns das Rio Palas mit dem Durchgang. Aber dunkle Wolke hängt hier rechts über mir und deswegen, oh, ich sehe da auch richtig viel Wind da hinten. Könnt ihr das erkennen, die Palmen? Das ist nicht die beste Wahl. Da gibt es wieder viel Sand. Und dann fahren wir ganz einfach ein bisschen weiter. So, und die Straße hier, die ist so dermaßen schlecht. Lauter Bodenwellen, sage ich, kleine Wellen, aufgerissener Asphalt, dass man hier kaum vernünftig fahren kann. Aber irgendwann werden die auch wieder ausbessern. So, und jetzt bei dieser Gelegenheit ein paar Infos. Hier die Sita Einkaufszentrum Centro Comercial, eines der ältesten. 100 Mal tot gesagt, aber es lebt immer noch und es werden ja immer mehr Lokale auch wieder besetzt. Jetzt nach der Krise. So, meine Wahl jetzt hier. Der Blick zum Wasser beim Santa Monica. Mal sehen, ob das eine gute Wahl war. Ich gehe jetzt mal die Richtung, dann habe ich später den Wind im Rücken. So, Planänderung. Da ist mir jetzt zu viel Wind. Ich gehe hier vom Santa Monica rechts. Was gibt es? Ja, die Tapasnacht ist ja sehr, sehr gut angekommen. Und ich oder wir sind mehrere, wir werden auch wieder mitfahren und zwar am kommenden Donnerstag, also morgen in einer Woche, am 25. Und wer sich da anmelden möchte, wer hier ist auf Gran Canaria, auf der Insel, der kann das tun. Ich gebe euch unten in der Beschreibung da einen Link. Da ist einmal der Film von der letzten Tapasnacht in Las Palmas, was es da alles gibt. Und dann habt ihr auch eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr euch anmelden. Telefon und E-Mail gebe ich euch damit dabei, dass ihr das auch telefonisch machen könnt oder eben mit der E-Mail-Adresse. Die Fahrt ist mit einem Busunternehmen, mit einem Reisebüro, dem Sparfuchs hier, dem Horst, und alles organisiert und pro Person 20 Euro hin und zurück. Ihr werdet abgeholt von der Anlage, vom Hotel und auch wieder zurückgebracht. Ja, und macht einen Heidenspaß. Und nicht nur die Tapasnacht, sondern die Altstadt Vegeta und alles, was dazugehört, Columbus-Haus. Ah, übrigens, Columbus-Haus, das kommt morgen früh, ein Teil davon, der erste Teil, Columbus-Haus. Und dann einen Tag später der zweite Teil. So, hier der Blick auf das Hotel oder zum Hotel Santa Monica.
Das liegt ja wirklich sehr, sehr schön. Und die oberen Etagen über, ja, auf Straßenniveau, würde ich sagen. Und alles andere ist tiefer. Mal ein bisschen hineingucken, ein bisschen neugierig sein. Und jetzt der Blick über das Panorama. Strand Playa de Ingles Richtung Maspalomas. Ich sehe da vorne auch wieder zwei Kiter, aber an den Kites kann ich erkennen, dass der Klaus nicht dabei ist. Der hat eine andere Farbe. So, also bitte die Beschreibung lesen, da sind auch die Links für die Nachrichten, für den Ticker von La Palma oder Informationen über La Palma. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Gran Canaria Info bzw. Radio Europa. Einfach nur anklicken, den Quellennachweis, den Link und dann sind die Nachrichten nach aktuellem Thema bzw. nach neue Nachrichten von oben nach unten sortiert. Ja, und hier geht es mit dem Wind und hier ist auch weniger Sand. Das ist immer so eine Sache. Ja, und wenn ihr jetzt mal hier nach oben guckt, was über mir gerade ist, könnte man sagen, es regnet gleich. Die haben aber auch Regen angesagt für die nächsten Tage. Oh, jetzt kommt es richtig dicke hier. Schaut euch an, wie der Sand hier weht. So, und jetzt geht's für mich auch in die andere Richtung. Hier ist es doch ein bisschen windgeschützter, aber ihr seht, die Palmen hier vorne, die neigen sich ganz schön. Ja, und ich sage euch, es ist hier so unterschiedlich, die Witterungsverhältnisse, gerade im Winter, dass es da auf 2-3 Kilometer komplett anderes Wetter ist und ja, ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer entscheiden über Sonne und Schattenwind und eben keinem. Jetzt ganz eindeutig, Maspalomas ist Sonne, hier hinter mir ist alles im Schatten. Ja, die Vorbereitungen für den Marathon, die gehen gut voran, die müssen alles fertig haben bis zum Samstag. Das schaffen die leicht. So, und wir passieren hier gerade die Straße mit der Anlage Sun Club. Es gibt ja zwei verschiedene Teile. Und hinter mir ist der Teil, in dem das gute Restaurant ist. Gofio heißt es. Man kommt direkt von der Straße, man muss klingeln, da wird einem aufgemacht. Und da kann man sehr, sehr gut essen. Ich habe schon mal darüber berichtet.
Und hier vorne auf der linken Seite, da ist das Vital Suites. Eine sehr, sehr schön gelegene Anlage, auch mit einem guten Restaurant, einer wunderschönen Terrasse. Gerade was für Sonnenuntergänge. So, und ich verabschiede mich jetzt und sage bis morgen zum aktuellen Wetter. Und morgen früh der erste Teil über den Kolumbus. Ein wunderbarer Ausflug, ein schöner Ausflug in Las Palmas sollte man auf jeden Fall mitmachen, wenn man in der Nähe ist oder auch vielleicht extra. Deswegen hinfahren mit dem Bus, kein Problem. Ich sage hasta luego, bis morgen.